Was sehen wir denn hier? Du hast einen zweiten Stand, aber mit einem verdammt geilen Grill und Felsen. Ja, ich sag mal, was wir hier jetzt haben, ist eigentlich mal eine Neuheit. Es ist einzigartig, sag ich mal ganz einfach. Es ist eine Kreation von meiner einer und unserem Nachbarn, sag ich mal, der Firma Brandt Felsenbau. Sprich, wir haben hier oder stehen vor einem Kletterkamin. Das heißt, Klettern für Kinder, Enkelkinder oder Erwachsene, Grillen für die Erwachsenen oder in den Pausen und natürlich, wenn alles dann nachher geschmeckt hat, das Kaminfeuer, um an kühlen Herbstabenden den Tag ausklingen zu lassen. Es ist eine ziemlich geile Idee. Ich frage mal, wie kam diese Idee zustande? Da waren doch bestimmt ein, zwei coole Bierchen im Spiel, oder? Naja, ich sage mal ganz einfach, sind wir mal ganz ehrlich, es war Bier im Spiel, aber ich glaube, mehr als ein oder zwei waren es auch nicht in der Anfangssituation. Es war, sag ich mal, ein Wunsch gewesen von einem Projekt, wo sowas entstehen sollte. Und ich sag mal, aus diesem Wunsch, sag ich mal, ist denn nachher, sag ich mal, sind Pläne geworden, sind Zeichnungen geworden, sind Ideen geworden, Berechnungen und alles, was dazugehört. Ja, und dahingehend stehen wir jetzt vor dieser Tatsache und wir haben eine sehr, sehr gute Resonanz, weil das Besondere an diesem Teil ist letztendlich, es besteht aus einem Stück, keine Risse, keine Feuchtigkeit, kein Nichts. Und der größte Vorteil, er kann sehr, sehr schlecht gestohlen werden. Dieses Modell hier wiegt 3,2 Tonnen. Wahnsinn. Wie habt ihr das hier reingekriegt? Das haben wir mit einem Spezial-LKW, sag ich mal, hertransportiert. Waren als einer der Ersten hier in den Messehallen, da wir durch den LKW hier die Einfahrtsmöglichkeiten nutzen mussten. Perfekt. Cool. Und hier können wirklich Kinder einfach direkt drüber klettern sozusagen. Ja? Genau. Cool. Da oben ist auch die kleine Bergziege. Die ist wieder da. Die haben wir ja schon gehört. Und die kann wieder jetzt ausschwärmen. Herrlich. Geil, einfach melden, kann man sich ja dann bei deiner Firma nämlich an. Ne? Genau, beim Ofen- und Schornsteincenter in Cottbus. Wahnsinn. Und ihr macht dann auch, wenn man wirklich mal einen ausgefallenen Wunsch hat, macht ihr auch dann möglich, wa? Ja, selbstverständlich. Ich sag mal, das Modell, was wir hier sehen, sag ich mal, ist auf der einen Seite heute ein bisschen schlecht zu erkennen, sag ich mal, dekoriert mit Pflanzschalen, sodass man das mit Blumen dekorieren kann. Auf der anderen Seite haben wir eine Sitzbank. Wir haben auch schon Kundenwünsche gehabt mit Tresen dran, beziehungsweise Anbauten für Tische oder sowas. Wie gesagt, ob größer, ob kleiner, individuell, jedes Teil ist ein Unikat. Dann wünsche ich weiterhin viele glückliche Kunden. Danke. So, jetzt aber.